Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch bei Sonnenschein hier am 9. Mai zu unserem Digitalgottesdienst in Odenbüll auf Nordstrand vor unserer schönen St. Vinzenzkirche. Ein herzliches Dankeschön geht an Maurice-Antoine Corson für das wunderbare Klaviervorspiel Freuet euch alle Zeit in einer Bearbeitung von Gordon Schulz. Heute ist der 5. Sonntag nach Ostern. Der trägt den Namen Rogate. Dieser Sonntag lädt uns zum Beten ein. So wie es im 66. Psalm heißt, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Lasst uns gemeinsam diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus dem 37. Psalm. Vertrau doch auf Gott, er lässt dich nicht im Stich. Gott steht uns zur Seite, wir können uns auf ihn verlassen. Seine Liebe leuchtet wie das Sonnenlicht zur Mittagszeit. Werde ruhig und warte mit Geduld auf seine Hilfe. Wenn andere Böses tun, dann mach du es anders. Tu Gutes. Die Zukunft gehört den Aufrichtigen, weil sie sich für den Frieden einsetzen. Gott hilft uns und gibt uns Schutz in schweren Zeiten. Thank you.
Wir hören eine Lesung aus dem Kolosserbrief im 4. Kapitel. Paulus schreibt: Egal was passiert, hört nicht auf zu beten. Bittet Gott und dankt ihm, wo immer es geht. Betet auch mal für uns. Betet dafür, dass Gott uns die Chance gibt, anderen von Jesus zu erzählen. Wegen ihm sitze ich ja hier im Gefängnis. Und betet, dass ich ohne Probleme davon erzählen kann. Denkt erst nach, wenn ihr mit anderen redet. Nutzt die Zeit, so gut es geht. Wenn ihr euch unterhaltet, wäre es gut, dabei immer freundlich zu bleiben. Trotzdem könnt ihr auch mal hier und da ein paar gewürzte Worte einstreuen. Bemüht euch, für jede und jeden die treffende Antwort zu finden. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag heißt Rogate und er lädt uns zum Beten ein. Aber zwischen dem Gebet und der Hoffnung, dass unsere Gebete erhört werden, gibt es manchmal kleinere oder auch größere Bedenken. Das spürten auch die Kirchenbesucher einer kleinen ländlichen Gemeinde, die nach einer längeren Trockenheit in die Kirche gekommen waren, um gemeinsam für den Regen zu beten. Und der Pastor blickte in die Bank rein und sagte dann ganz unvermittelt: Ihr Kleingläubigen, ihr kommt in den Gottesdienst, um Regen zu beten, aber keiner von euch hat einen Regenschirm mit, um trockenen Fußes nachher nach Hause zu kommen. Ihr Kleingläubigen.
Oha, denken nun einige von uns, wie ist das eigentlich bei mir selber? Braucht man zum Beten einen starken Glauben? Was brauche ich zum Beten und wie kann ich beten? Das Schlusswort ist ja eigentlich klar, das Amen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wie komme ich dahin und wofür bete ich? Gerade wenn uns die Worte fehlen, dann können wir auf Gebete zurückgreifen, die uns vertraut sind. Wie manche Gebete aus den Psalmen oder das Vaterunser. Und Paulus gibt uns im Kolosserbrief ein Rezept für das Beten. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es mit Danken. Drei gute Zutaten und Hilfen zum Beten. Das erste, habt Ausdauer, lasst nicht nach im Beten. Luther übersetzt, seid beharrlich, haltet an am Gebet, bleibt dran. Wenn man sich zum Beispiel entschließt, ohne Training an einem längeren Lauf teilzunehmen, dann klappt es die ersten Meter wahrscheinlich noch ganz gut. Aber dann merkt man, ich habe wenig oder gar keine Kondition und ich bin platt. Vielleicht schaffe ich es gerade noch bis zum Ziel, aber wir wissen genau, Übung ist nötig. Und deshalb ermutigt uns Paulus, wie beim Sport, so auch beim Beten, lasst nicht nach. Haltet an, seid beharrlich. Jesus empfiehlt, wie auch Paulus, beim Beten nicht locker zu lassen. Das zweite ist, werdet nicht müde darin. Neulich sagte mir jemand, tja, ich bete immer abends vor dem Einschlafen. Ich lasse dann in meinem Kopf noch einmal den Tag Revue passieren und manchmal schlafe ich dann dabei auch ein. Ja, mit dem Wachbleiben ist das so eine Sache. Die Alternative wäre, früh morgens mit einem Morgengebet zu beginnen, das dann so regelmäßig zum Tagesablauf dazugehört wie das Zähneputzen. Denn durch das Beten werden wir aufmerksam für unser eigenes Leben und auch für das, was um uns herum passiert. Das Beten macht uns wachsam für Entwicklungen und Veränderungen. In Krisenzeiten genauso wie in Zeiten, in denen wir vollen Grund zur Dankbarkeit haben. Jemand sagte mal, wie wir beten sollen, das erfahren wir aus der Bibel. Und was wir beten sollen, das erfahren wir aus den Nachrichten und aus unserem Leben selbst. Dranbleiben und wach bleiben. Und das dritte, vielleicht auch das schwerste, dankbar sein und bleiben. Dass man Gott klagt, das leuchtet ein. Und der berühmte Ausspruch, jetzt hilft nur noch beten oder Not lehrt beten, das kennen wir alle. Aber danken, das vergessen wir allzu schnell. Paulus macht gerade eine extrem schwierige Zeit mit. Aber während er an die Kolosser schreibt, da sitzt er sogar im Gefängnis und das Danken ist für ihn zu einer Lebenseinstellung geworden. Und als kleiner Tipp, vielleicht über drei Dinge am Tag, die man erlebt hat, dankbar werden und dankbar bleiben, um somit bewusster und aufmerksamer den Tag zu erleben. Und als Nachsatz, sozusagen als PS, fügt Paulus hinzu, betet zugleich auch für uns. Über den Tellerrand schauen. Für andere die Hände falten und sie mit ins Gebet nehmen. Und vielleicht auch den einen oder die andere bitten, du, kannst du auch für mich beten? Das kann befreiend werden. Und Martin Luther sagte einmal, mach nicht so viele Worte. Bete kurz, oft und stark. Amen. Yeah.
gemeint ist, noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön allen, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Und ein besonderer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure coole Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zum kommenden Sonntag. Da ist hier um 9.30 Uhr Gottesdienst und bei schönem Wetter wollen wir nach draußen gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen mit Wim, Greta und Mats. Welche Bedeutung hat der Name Sarah? Prinzessin, Assistentin, Freundin. Die richtige Antwort heißt Prinzessin. Was wollte Petrus auf dem Berg Tabor bauen? Einen Spielplatz, zwei Kirchen, drei Hütten. Die richtige Antwort heißt drei Hütten. Soll ich die noch mal vorlegen? Ja, bitte. Wohin schickte Paulus seinen Freund Titus? Nach Korsika, nach Kreta, nach Zypern. Die richtige Antwort heißt Kreta. Was tat Tabitha für die Gemeinde in Joppe? Sie nähte Röcke und Mäntel, sie unterrichtete Kinder, sie baute Obst an. Die richtige Antwort heißt, die nähte Röcke und Mäntel. Vor wem verteidigte sich Paulus? Vor König Herodes, vor seiner Schwiegermutter, vor einem Piraten. Die richtige Antwort heißt von König Herodes. Wie weit reicht Gottes Güte nach Psalm 36? So weit der Himmel ist, so weit das Auge reicht, so hoch die Berge sind. Die richtige Antwort heißt, so weit der Himmel reicht. Woraus besteht die Schofa-Posaune? Aus einem Widderhorn, aus Bambusholz, aus purem Gold. Die richtige Antwort heißt, aus einem Widderhorn. Vater!
Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein Nachspiel mit Maren Salborn an der Flöte und Hans-Peter Peiroth auf dem Klavier. Von Christoph Willibald von Gluck hören wir den zweiten Teil des Stückes Reigen seliger Geister. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach München.